Markus Benzmann war für uns dieses ganze Wochenende über für Korrektiv Ruhr auf dem Listenparteitag der AfD, wo die AfD ihre Kandidaten aufstellt für den Landtagswahlkampf. Die Listenaufstellung ist unglaublich umkämpft. Warum ist ziemlich klar? Weil für jeden Mann, der von der AfD in den Landtag NRW kommt, gibt es eine große Belohnung, eine große Bonanza, 500.000 Euro brutto. Damit kann jeder rechnen, der für die AfD in den Landtag einzieht. Übrigens auch jeder andere Landtagsabgeordnete. Markus, du warst die ganze Zeit jetzt für uns da, 2 Tage, ziemlich anstrengende Tage. Was ist so für dich das Fazit des Wochenendes gewesen? Ja, das Faszinierende, diese Wahlversammlung in Reda-Wiederbrück, die stand ja unter diesem Vorzeichen dieser geleakten WhatsApp-Protokolle, die der Stern veröffentlicht hat, plus eben diese Nachricht von vernichteten Wahlzetteln aus einem Wahlgang. Und damit wurde diese ganze Liste sozusagen, die bereits gewählt wurde in 2 Wochen im September, die Berechtigung abgesprochen. Und wenn man diese WhatsApp-Protokolle liest, da merkte man, wie im Grunde genommen mit welchem barschen Ton das Pretzellager versuchte, die Delegierten zu bestimmen und über die Leute auch herzog. Und da war eine Wut zu spüren. Und ein Großteil der Delegierten auf diesem Parteitag wollte im Grunde genommen diese Liste klar für ungültig erklären und nochmal neu wählen, Tabula rasa machen. Aber das politische Schicksal von Herrn Pretzell hing an dieser Liste. Und damit auch seiner Lebensgefährtin, der Bundessprecherin Frauke Petry. Und er musste einen Weg finden, diese Liste zu retten. Und das fand er, weil die Geschäftsordnung ihm half. Heißt das denn, dass trotz dieses ganzen Chaos, trotz dieses ganzen Theaters, was jetzt am Wochenende passiert ist, wo Leute sich beleidigt haben, geschrien haben, wo eine Mauscheliste entworfen worden ist, die nachher wieder verworfen worden ist, weil es eine Makelliste geworden ist. Heißt das denn insgesamt, dass Pretzel sich durchgesetzt hat? Naja, er ist zumindest nicht abgesägt worden. Aber was schon spannend ist, er hat praktisch keine Mehrheit in diesem Verband mehr. Er kann im Grunde genommen nicht mehr aktiv handeln, sondern er muss Kompromisse machen. Er wird von Entscheidungen hin und her getrieben. Also Pretzel ist in NRW der Getriebene. Der Spitzenkandidat geht mit einer Liste in einem Landtagswahlkampf, den die Mehrzahl der Delegierten skeptisch gegenübersteht. Er selbst schlägt eine Liste vor, die ihm sofort um die Ohren fliegt. Und dann was er jetzt machen muss, er muss permanent neue Kompromisse finden. Er ist der Getriebene von sich widerstreitenden Lagern. Was mir aufgefallen ist, waren die großen Angriffe von den völkischen Leuten wie Höcke, wie Gauland, die jetzt in diesen Streit rund um diese WhatsApp-Protokolle, die wir übrigens auch veröffentlicht haben, die ihr runterladen könnt, die da reingeschossen sind und versucht haben, mehr Zwietracht zu sehen, mehr Angriffe zu starten. Wie groß ist der Einfluss von Gauland Höcke in NRW? Also erstmal muss man sagen, das war ein Tabubruch. Es ist fast eine heilige Kuh der AfD, dass sich andere Landesverbände nicht in die Angelegenheit anderer einzumischen haben. Und es war natürlich bekannt, dass Gauland und Höcke und auch noch andere, die mit Herrn Pretzel und Petri, diese Machtpaar, nicht zufrieden sind, da versuchten zu fingern. Also man hat sich getroffen mit dem Gegenkandidaten und hat hier mal was durchgesickert oder dort was durchgestochen. Aber dass die nach der Veröffentlichung dieser WhatsApp-Protokolle mit offenem Visier reingegrätscht sind, das hatte eine neue Qualität. Man muss sagen, im NRW gibt es eine gewisse Skepsis. Sie haben keine Mehrheit, aber sie haben Anhänger und die Anhänger sind genug, um Probleme zu erzeugen. Wie viel prozentuale Anhängerschaft würdest du jetzt bei den Höcke und Gauland Leuten vermuten? Man konnte das im Grunde genommen bei der ersten Wahl, nämlich im September, als Herr Pretzell zum Spitzenkandidaten kandidieren wollte, da hat er knapp nur die Mehrheit bekommen mit 54%. Und die andere, das waren nicht alles Völkische, aber das waren diejenigen, die sich von denen haben zumindest begeistern lassen, gegen Pretzell zu stimmen. Das heißt, es ist, sagen wir mal, dieser überzeugte völkische Teil, würde ich sehen, ist ein kleinerer Teil, aber er hat eine große Ausstrahlungskraft. Wie siehst du denn jetzt die Auswirkung dieses Streites? Was bedeutet diese Auswirkung des Streites auf die Kampagnenfähigkeit der AfD? Also zum einen steht diese Liste nach wie vor unter
der Glaubwürdigkeitsappell Problem. Also sie muss angenommen werden vom Wahlleiter. Und das habe ich jetzt gerade gehört, es gab bisher schon zwei Wochenenden, wo gewählt wurde. Da kam man bis zum Listenplatz 22. Jetzt wieder zwei Wochenende. Aber es sieht so aus, dass man damit auch nicht fertig wird. Man bräuchte ein drittes Wochenende. Da müsste wieder neu eingeladen werden. Dann kann wieder die Diskussion über die Gültigkeit gestartet werden. Also über diese ganze Wahlprozedere hängt im Grunde genommen ein böses Omen. Und insofern hat es keine Beruhigung gebracht, sondern die Wahlkampagnenfähigkeit der AfD geschadet. Weil jetzt kann der politische Gegner sagen, hör mal, du gehst mit einer Liste hier rein, die die eigenen Mitglieder nicht trauen. Warum sollen die Menschen in NRW dieser Liste trauen? Was uns im Ruhrgebiet aufgefallen ist, was uns besonders interessiert hat, die AfD hat hier mit dem Guido Reil einen Mann aus der SPD bekommen, der lokal sehr stark verortet ist, der, wie ich heute gelernt habe, der sich selber bezeichnet als nationaler Sozialdemokrat, der sehr gut auf Stimmenfang gehen kann. In den WhatsApp-Protokollen ist der auch häufig aufgetaucht. Der kommt bei denen nicht so gut an, oder? Naja, heute hat er sozusagen die Welle geritten, sehr wahrscheinlich. Er hat gemerkt, vielleicht als alter Sozialdemokrat lernt man das, er hat gemerkt, hier durch diese Presseliste, die nicht funktioniert hat, ist auf einmal Machtunsicherheit entstanden. Und da hat er sehr gut gedealt. Er ist sehr früh in den Ring gegangen gegen einen ausgesprochen Rechtsvölkischen, den aber die Völkischen verlassen hatten, weil er Verrat begangen hatte. Und hat ihn in eine Stichwahl gezwungen und dafür gesorgt, dass er die Stichwahl dieser Schild nicht gewinnen konnte, weil ihm die Mehrheit fehlte. Darauf musste ein neuer Wahlgang angesetzt werden. Und Reil sagte, ich trete hier zurück, ich will für den Frieden der Partei sein. Damit kam Schild durch und ihm wurde, so wie ich gehört habe, dann der nächste Listenplatz versprochen und der wird gerade gewählt und ausgezählt. Es könnte also durchaus sein, dass Reil dieses Chaos genutzt hat, um sich auf einen sicheren Listenplatz zu positionieren. Gleichwohl muss man sagen, dass das nicht eine Strategie von Pretzel war, sondern dann eher ein Unfall. Denn auf der Pretzel-Liste, die gebaut wurde, kam kein Arbeitnehmervertreter vor. Was ich gleichzeitig sehr spannend finde, dass halt in den WhatsApp-Protokollen sehr herablassend über den Reil gesprochen worden ist. Dass er da halt als Stimmenfänger bezeichnet worden ist, den man benutzen kann, um Stimmen zu fangen, der aber im Gegenzug keine Belohnung kriegen soll, der ausgenutzt werden soll, wie so ein nützlicher Idiot. Ist das so? Ist das so rübergekommen oder ist das einfach nur, was die Leute sich so hin und her getwittert haben? Also ich glaube, das ist das Grundproblem. Das war so und das ist so. Aber in der Situation, ich glaube, ist nach wie vor so. Aber die Machtarithmetik ist momentan so gestört, ja, dass Reil als alter Gewerkschafter und Genosse, der also vielleicht Machtkämpfe gelernt hat, ja, da einfach mit einem dicken Fell gesagt hat und der hat darauf mit auch kokettiert. Ich weiß, dass ihr mir nicht vertraut, ich würde mir jetzt auch nicht vertrauen. Also der hat also mit diesen Vorbehalten gespielt in seiner Rede und es könnte durchaus sein, dass er durchrutscht. Nur wenn er jetzt sozusagen nicht es schafft, dann ist er draußen. Wie glaubst du denn, kann die Auswirkung aussehen für die Wahlkampffähigkeit der AfD? Ich meine, die AfD ist nur dann stark in Nordrhein-Westfalen, wenn es ihr gelingt, in diese Arbeiterwählerschichten einzudringen. Dafür braucht die Leute wie Reil. Wenn sie Reil nicht hat oder andere Leute nicht präsentieren kann, die Vertrauen kriegen in diesen Wählerschichten, dann hätte die AfD hier große Probleme. Glaubst du, die AfD kann sich da etablieren oder glaubst du, die AfD hat nicht die Leute dafür, nicht die Inhalte dafür, sich in diesen Wählerschichten reinzutanken? Also ich, Reil könnte das vielleicht tun, aber das große Problem der AfD ist ja halt unberechenbar. Also auch jetzt in diesem Wahlkampfteam, was, wenn diese Liste weiterhin Bestand hat, und es kann ja immer noch sein, dass sie ganz gekippt wird, da ist jetzt eben dieser Schild, ja, der redet vom Bevölkerungsaustausch. Ja, das heißt, Reil muss sich irgendwann mit einer Frage beschäftigen, ob er letztendlich bei den Völkischen ist und in den gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmerschaften im Ruhrgebiet gibt es so eine Grundimmunität gegen Nazi-Begriffe. Ja? Dann bekommt er ein Problem und ist die Frage, wie er das löst.
Kannst du noch was erzählen zu diesem Begriff nationaler Sozialdemokrat? Den habe ich heute zum ersten Mal gehört von ihm. Er hat das also gesagt. Er sagt, ich bin nach wie vor Sozialdemokrat, ich will mich für die Rechte der Arbeitnehmer einsetzen und für die Armen. Und das ist ja auch in diesem AfD-Programm das perfide, da wird eben die soziale Hilfe geteilt, ja, für die Deutschen und für die, die dazukommen. Und die dazukommen, die sollen weniger erhalten. Es ist letztendlich ein Kampf unter denen, die eh nichts haben. Und das bedient er mit diesem Begriff. Wie glaubst du, sind die Chancen einzuschätzen der AfD? Glaubst du, die haben sich jetzt durch diese Listenaufstellung verringert oder glaubst du, da ist alles belanglos und egal? Also man hat ja gesehen, die AfD ist durch viele Machtkämpfe gegangen und es bedurfte einen Terroranschlag und dann bei den Wahlen haben sie dann trotzdem viel einkassieren können. Es ist jetzt interessant. Welchen Terrorakt? Ja, im Sommer vor den Wahlen, also es waren diese Machtkämpfe in Baden-Württemberg, dann kamen drei Anschläge hintereinander in Arnsberg und in München, dieser Amoklauf, und der hat den Menschen natürlich dann zu den Ohren getrieben für die AfD. Also wenn ein Ereignis passiert, das diese Machtkämpfe überdeckt, könnte das egal sein. Nur was ich jetzt interessant finde, Frauke Petke hat immer das überdeckt, es gäbe keine Machtkämpfe. Jetzt hat sie zum ersten Mal gesagt, ja, es gibt einen Machtkampf. Und irgendwann muss die Partei entscheiden, in welche Richtung sie geht. Höcke und Gauland haben ebenfalls offen in die Schlacht geritten. Und da ist jetzt die Frage, ob es vor dem Bundestagswahlkampf nochmal zu einer Spaltung käme. Das könnte durchaus sein. Wie ist das mit Frauke Petry? Du hast mit der ein Interview geführt, du hast mit der gesprochen. Ist die noch selbstsicher oder ist sie mittlerweile von den Machtkämpfen angefressen? Also sie wirkt immer sehr selbstsicher, was ich interessant fand, sie changiert also in ihren Positionen. Und im September sagte sie noch, es gäbe keine inhaltlichen Auseinandersetzungen mit Höcke. Jetzt im Gespräch von sich aus kam sie auf dieses unsägliche Zitat von dem afrikanischen Einwanderungstypen. Und das heißt, ich habe das Gefühl, dass sie merkt, sie muss hier eine inhaltliche Grenze aufbauen, eine inhaltliche Fronde aufbauen und dass es jetzt um die Wurst geht. Also jetzt steht sie mit dem Rücken zur Wand und jetzt muss sie kämpfen. Okay, danke Markus, dass du so viel Zeit investiert hast. Danke. Hallo, mein Name ist David Schraven. Danke, dass ihr euch ein Video von Korrektiv auf unserem YouTube-Kanal angeschaut habt. Wenn ihr mehr von unseren Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal.